Zombie Apocalypse. Shiny ist eh schon da. Ah ja, lol. Shiny ist gerade am Futtern. Shiny ist das. Schon wieder eine Crewmate. Ich will gerne mal einen Poster. Obwohl ich glaube, dass ich nach wenigen Sekunden verkacken werde. Weapons. Auf geht's. Michi. Kein... daneben. Ja, alle getroffen. So, besser. Navigation. Navigation mit Leo. War doch Leo, oder? Oh Gott, ich mich das immer so erschreckt, wenn man. Oh. Was hattest du Angst? Ich hatte Angst vor dir, ja. So. Hör mal zu, du stehst neben mir. Ich dachte so, nein. Und ich Mario dachte so, richtig Job, Tür ist zu, Chris ist bei mir, wenn es ist, dann ist es so. Also Mario ist es nicht, der war bei mir und hat auch noch grad, was gemacht zum theoretisch. Korrigier bitte auf die Aussage, war dieser Mord. Dieser Mord war er nicht. Okay, wo hast du die Leiche gefunden, Roy? So, in Electrical und BMW-Driver stand auch in Electrical. Ja, stimmt, doch. Ich hab die beiden, Kotzi und BMW-Driver habe ich da hinlaufen sehen. Das kann ich 100% sehen. Ich bin am Chris vorbeigelaufen. Ja, ja. In Electrical rein und da war die Leiche. Und daneben war BMW-Driver. Also du bist in Electrical reingerannt. Okay. Also in Electrical lag die Leiche. Da bist du reingerannt und Chris kam dir schon entgegen. Nee, der Nein, kam Chris mir... Ist mit, ich bin also aus... Chris kam mir entgegen auch in bin ich jetzt dumm? Reaktor, ja. Mini-Reaktor unten. Genau, Mini-Reaktor unten bin ich rausgelaufen, genau. Weil ich in den Camps kam. Und da ist mir der Chris entgekommen. Ich bin Electrical rein. Hi. Ja, hi. Ich vergesse, ich könnte bitte. Und dann kam ich Electrical und da lag halt die Leiche. Okay, also wenn es Chris war, dann ist klar, wieso er mich nicht gekillt hat. Wenn es BMW-Driver war, dann ist es fraglich, wieso Chris mich nicht gekillt hat. Wenn es jetzt die beiden sind, es könnte rein theoretisch aber auch Royce sein. Aber ich glaube nicht, dass er neben jemand anderen einen umbringt, oder? Nee, also ich würde also das ist jetzt meine persönliche Vermutung, dass er nicht eben jemand anderen einen umbringt und dann direkt reportet. Vor allem BMW-Driver wehrt sich ja nicht. Ja, vor allem ich hab auch die beiden halt, also ich habe die drei Cars in Engine gemacht, Electrical gemacht, dann habe ich das Licht gefixt, bin raus und habe Kotzi und BMW-Driver reinlaufen sehen. Und dann habe ich halt Roy gesehen. Ja, wir müssen Boat Mode. Wollen wir ihn rausholen oder wollen wir ihn skippen? Ich würde skippen. Also ich würde wohl. Okay, aber ganz kurz. Mach jetzt Boat oder skippen? Ja, skip. Escape, ne? Aber ganz großes Auge auf BMW-Driver, ja. Ne? Mhm. Weil ich glaube nicht, dass Roy jemals hier nicht... Nein, das ist ja nicht... Doch, das ist doch. Ich meine, ich habe schon etliche Male mit Chris früher TDT gespielt und er kann sich gut verteidigen. Ja, jetzt mal so eine ganz andere Frage. Kann es sein, dass unser Hund AFK ist? Ach nee, doch nicht. Okay. Sorry. Terror, lass mich in Ruhe. So, dann wieder in Shields. Super. Und ich musste gerade zu kurz in den Katzen. So. Die Katzen sind nicht dabei, hier alles auseinanderzunehmen. Oh.
ich habe unten bei Storage und direkt vor mir ist Mario rumgerannt und dann habe ich den Report-Button gedrückt. Was? Bei Storage. Wen hast du jetzt gefunden? Bei Storage. Ich weiß nicht wen. Es war Licht aus. Ich habe jetzt nämlich nicht mal auf die Farbe geachtet. Ich auch nicht. Hat irgendjemand von euch auf die Farbe geachtet, gerade die aufgeploppt ist? Ich weiß, ich das glaub, Spiel das war eigentlich keine Rolle, weil wir die anderen Leiche eh nicht wissen, aber... Vielleicht hat jemand... Also, was? Wie gesagt, ich glaube, es ist Mario, weil der vor mir gerannt ist und die Leiche nicht reported hat. Ich habe jetzt auch ehrlich gesagt keine Leiche gesehen. Wobei das jetzt bei mir blöd war, weil die Katzen bei mir wieder dabei waren, hinten alles auseinanderzunehmen. Deswegen war ich kurz ab. Katzen sind natürlich eine gute Ausrede, ne? Die Katzen. Also ich hab bei mir gehabt an der Quest unten bei Shields Hund. Wer ist Hund? Der bei mir. Bei mir. Bei mir war dann da. Danach ja, bin ich dann rübergelaufen. Ich glaube, das ist dann jetzt Storage, ne? Also wenn du von Shields aus nach links... Das ist Storage unten in der Mitte. Genau. Da bin ich jetzt hingerannt, da habe ich jetzt auch keine Leiche gesehen. Ich schon. Ich habe den Report-Button schön rot leuchten sehen. Wo lag denn die Leiche? Direkt hinter dir. Du also, bist doch auch nach unten gerannt, oder bist du nach oben? Ich bin nach links gerannt, ich war ja schon unten. Ja, 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 aber bist du bei Storage nach links unten, oder bist du über den Container drüber? Also ich bin Storage reingekommen drüber. Und bin dann gerade nach unten links. Weil ich Richtung... Okay. Ja, genau, da lag die Leiche. Okay, also Mario ist sehr verdächtig, aber jetzt kurz eine andere Frage. BMW-Driver, wo warst du? Ich war bei Midbay. Kann das jemand bezeugen? Gönn dir. Kann jemand bezeugen, dass ich bin grad Midbay vorbeigelaufen, aber weil ich aus war, habe ich nichts gesehen. Okay, das stellt mir die andere Frage, wo Roy war. Danke. Bitte? Weil ich bin gerade, ich wollte dich nämlich fragen, wo du warst, weil ich bin ziemlich lang hinter dir hergelaufen. Ich wollte wissen, ob du die Wahrheit sagst. Und ja, es stimmt, er ist am Medbay vorbeigelaufen, aber wir konnten halt dann nichts mehr sehen, weil ich das aus der gegangen, ob wo er danach hingegangen ist, kann es zeittechnisch nicht möglich gewesen sein, dass er es war. Also ich stelle mich freiwillig, nur zum Post. Ich skip einfach. Ja, ja, ich auch. Jetzt voten, scheiße. Ja, jetzt voten darf man sowieso nicht bei 7. Sieht man die Leiche jetzt noch? Nein, die verschwindet nach dem Report. Außer also, Baby ist fallen gelassen. Oh, Baby. Ja, aber die beiden haben, glaube ich, kein Haustier. Würde es echt interessieren, wo dann Leiche gelegen haben soll. Ich habe jetzt nämlich halt echt nichts gesehen. Und das wundert mich irgendwie. Ich habe in dem ganzen Spiel noch keine einzige Leiche irgendwo liegen sehen. Was soll ich noch dazu sagen? Ist irgendwie wieder klar, dass es Krämer war, ne? Fast! Alter, das sind 4 Runden und nur einer war jetzt nicht da. Super. Wo bin ich? Wo bin ich? Ach, da. Moment. Roy müsste Krämer nachher melden, weil... Obwohl, nein, der ist ja auch... Ja, Roy, Alter, ich sehe Roy davor. Team, Alter, schon wieder die Wahl. Ich hasse euch. Ich war kurz davor. Ich drück auf den Drecksding und dann vorbei. Yeah, boy! Alter, der Double Kill unten, der war sexuell. Der war mega. Habe mich auch gefreut, weil ich nicht gegründet. Alles klar. In Electrical. Aber blöd wär's gewesen, wenn einer gerade Cooldown hätte. In Electrical ja. Ist hier diese, die Quest mit den drei Kreisen, wo man im richtigen Moment stoppen muss, ne? Ja. Ich verkack die übelst. Und dann habe ich gerade den letzten Ring fast drinne und dann kommt Krämer, Alter. Ich kann nicht so. Und ich denke mir so, Roy, du hast sie nicht gekillt, das ist aber schlechte Arbeit. Zack, Messer. Ja, ich habe extra gewartet, weil ich bin reingelaufen, jemand ist rausgelaufen. Und da waren mir nur die einzigen zwei da drinnen. Denke ich, okay, das fällt auf. So, dann bin ich raus, bin ich rein, Tür zu, bin weggelaufen. Ja, ich denke mir so, warte mal, ich wollte eigentlich unten raus. Ach komm, Vent. Und dann steht da der gute Baron steht da gefühlt 5 Minuten am Medbay-Vent. Und ich denke mir so, nö, ich spring da nicht raus. Er rennt raus, denkt mir, ich spring da nicht raus. Der guckt nochmal nach. Er guckt nochmal nach. Yep. Ja. Ich hier Oxygen, hab die Nummer eingetippt, guck so, kommt keiner, ich so, oh, Zeit ist gleich um.
Dann hab ich drauf geschissen. Oh, nee, jetzt muss ich doch hier als Head. Ah, jetzt doch. Klar, wenn ich China ich bin, dann muss ich nicht so fahren. Nein. Ich vermehr mich. Jetzt sind wir schon drei. Let's go! Ich hab welche Abmaß dann. Du weißt, mehr als zwei Kinder in China ist nicht erlaubt, ne? Ja, ja, das eine ist meine Frau. Das andere ist unser Kind. Das dritte wird gespendet. Schaut wieder ein Postal da. Ach du Scheiße, wo sind wir? Der wird noch nie gespielt. Hilfe? Oh nö, ich kenne die Map nicht. Oh nein. Hallo. Wunderschönen guten Abend. Ich glaube, der Töter hat mich mit Michi verwechselt. Das hat mich mit Michi. Ja, okay. Also, hallo, wo war der? Hallo? Also, der war vor dem Eingang von Electrical ungefähr. Ja, wen wundert's nach Das Licht war aus. 13 Sekunden vor jetzt. Wie, 13 Sekunden vor jetzt? Ja, ich war bei Waldhills, hab gesehen, Braun ist gestorben. Ach, da bist du hingerannt, okay. Achso, okay. Du warst... Ja, es war ein Startkill. Das ist der typische Lichter aus Startkill. Haben wir keine Ahnung. Ja, und ich denke, das kann auch keiner bezeugen, dass ich in Medbay gerannt ist, weil es ist absolut keiner in Medbay reingerannt, außer mir. Ne, ich bin erst zur Lava und dann runter. Dann kam ich Steffen entgegen. Also, ich weiß nicht, ob das jetzt für mich ein Vorteil ist. Es ist aber keiner in Medbay reingerannt, es ist keiner rechts Labor gerannt, ne? Nur ich. Ja. Die Leiche lag jetzt wo? Electrical, okay. Ne? Also ja. Näher, relativ nah am Start. Ja. Okay, also ich wahrscheinlich war hat der Killer darauf gewartet, dass jemand das Licht fixen geht, ja, oder ja, so. In Electrical war ich gerade drinne und bei mir war noch Kenobi. Und es war kurz noch irgendjemand Ding jetzt, da. Chris? Ja? Nach dem Game muss man Umut rein. Er wartet Warteraum. Okay. Hallo! Was läuft? Ruhe! Wir sind gerade in der Runde. Okay. Alles klar. Wir geben Bescheid. Aber du kannst einfach irgendwen beschuldigen und dann bauten wir den raus. Jo. Besten Krämer. Aber es gibt Boys. Halt haut rein, Boys. Es ist eh wieder Krämer. Natürlich. Dabei? Ich weiß nicht, wer da noch nicht so noch gesehen hat. Also bitte muten! Okay. Und sonst noch so eine Wünsche. Ich bitte dich einfach nur zum Juden. Mehr will ich doch gar nicht. So, hier rechts ist irgendeine Quest. Nächste Quest ist da. Nein! Du elender Hundesohn! So eine Scheiße! Chris, ich weiß nicht, ob er Chris gesehen hat. Ich weiß vorgefunden, nicht, Boys! So, im Specimen-Raum, wo du durch die Kontamination musst. Ja, aber da war ich doch gerade. Ja, genau, mir jetzt nämlich zwei Stück entgegengekommen. Ja, ich habe gerade noch Umut geschrieben, weil er will, dass ich ihn streame, aber ich versuche gerade irgendwie das einzustellen. Ich will zuschauen. Hast du jetzt zuschauen? Sag doch gleich, warte ich mal an. Okay, wollen wir machen. Okay, dann fallen wir an. Ja, ich wollte gerade das einstalten, deswegen stand ich da nur kurz rum. Mhm. Ja. Gut ausrede. Du brauchst mich für so eine Scheiße. Ja, Digga, du hast mich doch angeschrieben. Mach das Blümer. Können wir uns jetzt bitte mehr auf den Mord konzentrieren, danke. So, wie gesagt, da kamen mir zwei entgegen. Ich weiß nur nicht mehr. Also ich wer. Und Terror sind rausgelaufen. Genau. Siehst jetzt was, Mut? Wer von euch ist China? Ich. Blöde kurze.
Kurze Frage, wer war oben im Labor? Ich bin vom Labor gekommen. Ich bin ins... Ich weiß, wer jetzt nach Labor gekommen. Wer war in Comms? Ich weiß nicht, wo das ist, keine Ahnung. Communications ist der Raum neben dem Tisch jetzt, also raus, der einzelstehende Raum in der Mitte. Das ist, ja, da ist eine Router-Task und eine Upload-Task. Ich habe die Befürchtung, dass es Keener war. Ja. Also ich stand halt kurz... Ich bin mit Keener plus noch irgendwen anders draufgegangen. Stefan. Und dann plötzlich sind zwei wieder zurückgegangen und plötzlich war einer tot. China, das heißt China. China. Ich bin tatsächlich nur in eine Richtung gelaufen und dann hat mich Stefan angehalten. Haltet aber im Hinterkopf den Selbstreport, ne? Ja. Die Möglichkeit existiert. Ja, ein müssen wir rauswarten, Boys. Nein, müssen wir nicht, mit einem. Weiß gerade noch jemand außer Kenobi und China. Na gut, dann skip Wort, let's go. Skippen und tasten. Alter, seid ihr behindert? Rauswarten Chris sagt, oder wer war vorhin mit mir da? Genau. Ey, Alter, es hieß doch, Chris war mit... Also ich wurde reported von Roy. Dann heißt es... Chris war da. Hat ja eben nur was gemacht und am Ende heißt es plötzlich, er war mit jemand anders unterwegs. Okay, warte mal kurz, Umut schreibt. Ich muss kurz Umut schreiben. Ein bisschen was mit Umut nebenbei schreiben, um die Situation zu erklären. Ach, super, weiter geht's. Die Leiche ist unten links, direkt wenn man von unten reinkommt. Wo? Ach so, okay. Wo unten was? Unten links in dem Raum, kurz nachdem man reinkommt. Ist das da irgendwo bei diesem Müllschlucker-Dings? Oder wo? Ich weiß nicht, wo der Müllschlucker ist. Also wo du diesen Hebel drücken musst, um den Müll weg zu... Ich glaube, da ist so ein Hebel, ja. Ja, so, da ist doch das direkt an der Tür. Wo warst du denn gerade, Chris? Ich war bei Lights. Bei den Lights. Ich wollte gerade den Knopf drücken. Ich habe gerade Downloads gemacht. Also hättest du 5 Sekunden gewartet, wäre das nicht angegangen. Wo warst du, Kenobi? Ich war im Specimen-Raum, hab da die Aufgaben mit der Reihenfolge gemacht und war gerade auf dem Weg zu Medbay. Um eine Aufgabe abzuholen, diese 45-Sekunden-Aufgabe. Okay. Wo warst du, Terror? Ich weiß nicht, wo ich war. Du weißt nicht, wo du warst. Ich weiß nur, dass ich 2 Downloads gemacht habe. Einmal unterm Electric-Dings, da wo der kleine Raum und der kleine einzelne Raum, wenn man reingeht, von draußen, keine Ahnung, wie der heißt. Communication-Raum, ne? Weiß ich nicht. Wo 2 Bildschirme sind, wo man einen Download anstarten kann. Und war was, wo hast du? Meine? Warst du im freistehenden Raum? Ja, genau. Okay, und Hund, wo warst du? Und dann wollte ich zum Elektro. Ich sage dem, den Müll rausbringen, diese Mülltaste, wo du diesen nach unten drückst, wie nennt man das? Wo auf der Map war das? Ich glaube unten links war das. Wo die Leiche war? Also oder da, wo in der Nähe von der Leiche. Ich hab die gar nicht gesehen, keine Ahnung. Das Licht war auch aus. Okay. Aber vielleicht könntest du den Report-Button gesehen haben. Nee, ich hab gar nicht drauf geachtet, weil wie gesagt, diese Müller machen. Alter, fuck mich das. Ich glaube, wir müssen skippen, Leute. Ja. Leute, votet Chris raus. Okay, ich hab jetzt in dem Kontext nicht ganz zugehört, aber... Ey, das kann doch nicht sein! Ich muss die Aufgaben machen, die Aufgaben. Nächste Aufgabe, Storage.
Alter, das gibt nachher noch Diskussionsbedarf. Was muss ich hier machen? Okay. Fertig. Nächste Quest da oben. Schon wieder alles befüllen. Labor. Okay. Oh, was war das? Da ist ein Netz gestorben, Grotzi. Ah. Grotzi. Wo? Ich war jetzt auf dem Weg zu Electric von unten dem Mülldinge, also vom Baum. Ich habe gerade die Baumaufgabe gemacht, wo du die Schieber einstellen musst. Und dann habe ich nur den Report-Button gesehen. Und zwar, wenn ich in den Gang nach oben gegangen bin. Leute, Walm ist weg. Oh. Ah, das habe ich gehört. Ja, sein Stream hat irgendwie aufgehört und deswegen auch nicht mehr im Channel drin. Okay, vielleicht, hoffentlich kommt er gleich wieder. Hoffentlich ist er noch im Game. Wenn er aus dem Game raus wäre, wird er hier ausgekreuzt schon. Okay, gut. Ich war ganz rechts oben. Ich war das Storage. Hm. Ich habe die Rakete gemacht, mit wo ich mehrmals klicken muss, keine Ahnung. Ah. Mit dem Ausrufezeichen. Ich brauche noch eine Aufgabe. Mehr, was ich da machen musste. Ich brauche noch eine Aufgabe, dann wäre ich fertig. Ich brauche noch zwei. Drei, vier, genau. Ich kenne mich da überhaupt nicht aus, ich kenne die ganzen Sachen nicht, wie die funktionieren. Aber vorher müssen diese komische Karte von mir umdrehen, dann auf den Scanner drauflegen und finde das einmal raus, wie das funktioniert. Einfach auf die Pfeile klicken. Beim ersten Mal ist es aber immer schwer, diese Sachen, ja. Also bei manchen Aufgaben stehe ich einfach nur drauf vor, so, what? Achso, bin ich jetzt der Einzige, was... Hast du jetzt geskippt oder gewotet für jemanden? Ah, hier. Ich hab geskippt. Ich dachte, ich hab's auch schon geskippt, weil ich was gehört habe, aber... Nee, das war hier, der Hund hat Probleme mit Discord. Okay. Ja, gut, ja, weil ich... Dann skippen wir mal. Haben wir irgendwelche Hinweise? Naja. Nee, leider nicht. Und Hund ist leider halt hart aufgehört. Der kann gerade nur schreiben. Genau. Das ist aber nicht so... Das hat sich selber gebotet. Suspicious. Nicht so schlimm, wenn er nur schreibt. Und ich komme mit meinen scheiß Aufgaben hinterher. Ich will gerne fertig, damit ich Chris weiter beobachten kann. Weil das Arschloch geht mir auf den Sack. Das bin ich ganz offen. Hallo? Geht doch. Nochmal? Okay, nur noch da oben. Kabel wieder. Kann doch nicht sein, dass immer wieder neue Tasks auftauchen. Alter. Ja, blöd, dass er gerade das Game gelieft hat. Ja. Danke, Hund, hey, Leute, danke, Hund. Ganz kurz. Das Ding war, ihr seid halt nach dem ersten Mord, wo Chris einer der Hauptverdächtigen war, habt ihr nie wieder auf Chris eingegangen. Chris und Roy waren die beiden Hauptverdächtigen des ersten Mord, weil entweder war es Roy mit dem Selbstreport oder es war Chris, der ihn gerade abgemuxt hat. Und ihr habt danach halt nie wieder nach Chris gefragt. Ganz kurz zum Anfang. Ich wurde gekillt. Da unten rechts in der Ecke. Ich weiß nicht, wie der Ronda heißt. Roy hat mich hier reportet, glaube ich, dass ich tot bin. Und da hieß es direkt von Chris,
oh, da bin ich doch gerade. Und dann hat er direkt gesagt, er hat sich da um Umut gekümmert. Ist doch gar kein Thema, kann man als Ausrede gelten lassen. Aber warum zum Fick heißt es am Ende, ganz am Ende dieser Diskussion, warum holt Chris auf einmal Stefan da ins Spiel? Da hast du am Ende gesagt, irgendwie war's, hieß es dann, du warst mit Krotzi unterwegs oder du hast auf jeden Fall Krotzi ins Spiel gebracht. Nee, das war beim allerersten. Ja, das war, von dem rede ich ja gerade. Den hat Roy, das war an mir reported. Da hast du am Anfang gesagt, du warst da. Nein, bei denen. Ja, der allererste Kill war ja ein Leo. Da habe ich gesagt, da habe ich Stefan gesehen. Das war ich, der hat mich umgebracht. Der allererste Kill war der Startkill mit Lightsout. Der erste richtige, der erste ehrenhafte Kill, der warst du, ja. Aber dennoch, es ging, das war ja der Kill, wo mich Roy gemeldet hatte. Ja. Wo du sagtest, du warst bei mir. Also, du warst in diesem Raum. Hast dich aber um Umut gekümmert. Und trotzdem in derselben Runde, ganz am Ende der Diskussion, hattest du auf einmal Stefan ins Spiel gebracht. Ich habe den Zusammenhang nicht gesehen. Ich habe gesagt, dass mit Stefan und Terror im Raum war. Da sind die vorausgegangen. Und dann meinte ich so, ja, ich habe mich um Umut halt gekümmert, um das zu fixen. Hast du diesen Vorausgegangen? Ja, gut, das kann sein, irgendwann war davor. Stell mal, das ist schon ziemlich. Die Karte. Warum lebst du noch? Ich weiß, aber das hast du eine große Zahl graben muss und graben. Ich guck mal jetzt mal. Wo kommst du denn da hin?